Wie in der letzten Folge erwähnt, werde ich nun den berühmten Marco Polo, ja zumindest übersetzt, zitieren, der 1270 zu berichten weiß. In der dortigen Sprache heißt der Alte vom Berge Aluadin. Zwischen zwei Bergen hatte er in einem Tal den größten und schönsten Garten der Welt anlegen lassen. Die besten Früchte wuchsen darin, während die Paläste mit goldenen Vögel- und Raubtiermotiven ausgemalt waren. In dem Brunnen floss Wasser, Honig und Wein. Die schönsten Jungfrauen und Edelknaben sangen, musizierten und tanzten dort. Der Alte vom Berge ließ sie glauben, dies sei das Paradies. Mohammed hatte das Paradies ja genau so beschrieben, dass man darin Bäche von Honig, Milch und Wein fände und sich mit den schönsten Frauen vergnügen könnte. Deshalb versuchte er, das Paradies nachzubilden. Die Bewohner dieser Gegend glaubten wahrhaftig, dass dies das Paradies sei. Nur mit Erlaubnis des Besitzers gelangte man hinein, jedoch nur diejenigen, die er zu Mördern, Ashashini, machen wollte. Den Zugang zum Garten versperrte ein festes, uneinnehmbares Schloss. An einem Hof zog der Alte alle Jünglinge von 12 Jahren zusammen, die kräftige Männer zu werden versprachen. Wenn er die Absicht hatte, ihnen den Garten zu zeigen, ließ er sie zu 4, 10 oder auch 20 durch Opium einschläfern, was 3 Tage vorhielt. Dann verließ er sie und ließ sie in den Garten bringen, um sie zu bestimmter Zeit zu wecken. Wenn nun die Jünglinge wach wurden, fanden sie sich zwischen all jenen Dingen wieder, von denen ihnen erzählt worden war, und sie glaubten, im Paradiese zu sein. Die Umgebung mit den für sie spielenden und singenden Mädchen und allem Überfluss war so angenehm für sie, dass wohl keiner den Ort freiwillig verlassen hätte. Der Alte mit seinem aufwendigen und mächtigen Hof lässt die Bewohner glauben, dass sich alles so abspielt, wie es beschrieben worden ist, und bedient sich dazu auf folgenden Mittels. Wenn der Alte einen der Jünglinge mit einem bestimmten Auftrag versehen will, lässt er ihn unter dem Einfluss eines Schlafmittels in seinen Palast bringen. Wenn die so Behandelten dort erwachen, wundern sie sich sehr und stellen traurig fest, dass sie nicht mehr im Paradiese sind. Dann wenden sie sich sogleich in dem Glauben an den Alten, dass dieser ein großer Prophet sei, und sie knien nieder. Er fragt dann, woher kommt ihr? Aus dem Paradiese, antworten sie und erzählen ihm alles, was sie erlebt haben, und wünschen, dorthin zurückzukehren. So kann er, wenn er einen Menschen ermorden lassen will, den stärksten Jüngling aus dem Garten holen, der willig seine Befehle ausführt, um wieder in den Garten zurückkehren zu dürfen. Wenn sie den Befehl dann erfolgreich ausgeführt haben, kehren sie zu ihrem Herrn zurück. Wenn sie gefasst werden, dann wollen sie sterben, weil sie so in das Paradies zu kommen glauben. Wenn der Alte ihnen ihren Mordauftrag gibt, nimmt er sie beiseite und sagt, »Geh hin und tue es, damit du ins Paradies zurückkehren kannst.« Und die Mörder gehen hin und führen alles bereitwillig aus. Deshalb bleibt in der Umgebung des Alten vom Berge niemand am Leben, wenn er es nicht will. Ja, ich sage euch, auch viele Könige sind ihm aus Angst vor seinen Meuchelmördern tributpflichtig. Hallo da draußen an den Bildschirm. Und wenn ich mir so Marco Polos Reisebericht anhöre, ich sage euch ganz ehrlich, das ist was für mich doch vielleicht sogar recht logisch ist und glaubwürdig. Dass der praktisch sich tatsächlich sowas hingebaut hat, ne? Und dann ist es nicht so, dass die praktisch sind bei erfolgreichem Anschlag, und wenn die überlebt haben, also praktisch nicht gefasst worden, das ist wie heute auch, ne? Dann kommen die zurück, aber wenn was passiert, dann richten sie sich selbst. Altair, willkommen, willkommen.
Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sag mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suk al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Das heißt, es geht rund. So, wir sind ausgeschlafen. Auf weichen Kissen. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, ne, wie wir das machen. Dann müssen wir tatsächlich mal schauen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das beim ersten Mal gleich hinbekomme. Und auch beim zweiten Mal nicht. Ihr werdet einen Fehlschlag sehen, ne, den Rest dann eher nicht. Wir könnten hier, dass wir wieder mal ein bisschen uns eingrooven, sag ich mal beinahe. Deswegen. Haltet euch fern von mir! Ungläubige! Jetzt endet dein Leben! Das ist reine Zeitverschwendung! Sag mal, könntest du? Du willst sterben? So sei es! Das wird nicht zu schwer werden. Da müssen wir uns ja wieder mal eingrooven, ne? Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Okay. Wir gehen mal. Ne, hier können wir nicht. Wir gehen mal schnell fort. Was? Wer hat das getan? What? Partisan? Moment. Das sollten wir vielleicht nochmal schauen. Wo sind Partisan? Gelehrte? Altair? Ach, hier. Partisan. Wo denn genau? Oh nein. Tötet ihn! Haltet das ihn! Ist nicht ein Leben. Ihr kostet sich den Kopf auf! Ihr könnt nicht fliehen! Achso, die Partisanen kämpfen jetzt mit uns. Ja, verstehe. Nein, du sollst... Oh man, wirklich? Könntest du? So, jetzt. Manchmal ist es ein bisschen tricky hier. Alles gut, Partisan? Sind das jetzt hier die Partisan? Wenn ihr mich braucht, wer bin ich da. Ich fragte mich schon, wann ihr kommen Zeigt wird. Euch! Sehr merkwürdig. Was ist denn hier passiert? Oh, jetzt kommen doch schon wieder neue. Das ist doch Quatsch. Da kann ich doch ewig. Da kann ich doch hier ewig kämpfen, oder? Ich Ihr seid gegrüßt, Freund. Wir gehen jetzt mal vor. Ich glaube,
Das wird nichts hier. Das habe ich noch nicht begriffen mit den Partisanen. Partisan. Keine Ahnung. So, wir müssen hier rüber. Wisst ihr, was wir noch machen? Wir nehmen noch den Aussichtspunkt hier. Was ist geschehen? Der ist irgendwo da drüben. Okay. Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Das war ein bisschen. Kommen wir hier rüber? Ja. In Ordnung. Hier kommen wir rüber, ne? Huch! Oh, oder auch nicht? Genau hier! Kommt und seht, was ich euch zu bieten habe! Ah. Und auf geht's! So, wir müssen. Ach, ganz der Rinde. Schaut mal. Kommen wir da überhaupt hin? So einfach so. Wartet mal, hier kommen wir. Bleiben wir mal auf den Dächern hier. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Ich darf nicht auf dem Dach sein. Dächer sind praktisch für uns tabu. Wie kommen wir denn hier am besten weiter? Hier, ne? Gut. Achso, wir sind schon dort, wo wir sein müssen. Ich wollte aber erst noch eigentlich hier auf das Minarett. Okay. Wo ist denn der Freund, der Freunde? Hier kommen wir gar nicht so einfach rüber, um ehrlich zu sein. Schaut mal hin, ich kann auch nicht mehr. Ich kann gar nichts mehr. Weil ich hier so blöd gelaufen bin. Das ist doof. Das ist ja doof, ich bin hier gefangen. Oder muss ich mal kurz was schauen? Was ist denn überhaupt hier? Attentatsziel, okay. Ich kann halt nicht mehr. Schaut hin. Ich komme falsch. Ich bin vom Dach gekommen, das mag er nicht. Muss ich alleine mal schauen. Ja, also, das ging nicht. Wollt ihr etwas? Wir schauen mal, ob wir noch zu dem einen Aussichtspunkt kommen, ob uns das noch was erklärt. Normalerweise ist es ja hier, ne? In dem, hier müssten wir jetzt rein, richtig? Irgendwie. Was steht ihr da herum? Geht! Steh doch nicht. Ich lauf. Ich gehe mal durch den Zug. Braucht ihr etwas? Zug ist ja, ist doch so, das ist Bazar, ne? Ist dieser Bazar, ist das richtig? Wo ich in Marokko war, da gab es ja auch diesen Zug. Und das war wie ein Labyrinth, sag ich euch. Mir ist kaum wieder rausgekommen. Nee, ich mach keinen Taschentippstrom. Alles gut. Das heißt, hierauf könnte man nochmal, ne? Das machen wir tatsächlich mal. Wenn wir schon mal hier sind. Dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen was von der Stadt.
Oder irgendwas halt, was, weißt du? Steht. Versteht schon, ne? Ich weiß da, dass ihr es versteht. So. Und hopp. Ah. Ja, und hier ist es halt irgendwo, ne? Jetzt müssen wir praktisch den Händler. Ach so. Ich Dummkopf. Ich muss noch mal zum Büroleiter zurück. Na gut. Wir sehen uns gleich wieder. Das hat's gar nicht gespeichert. Au, das ist ja doof, ne? So, jetzt sind wir hier. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir gehen. Irgendein Händler hier, ne? Wenn ihr kurz schauen würdet? Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Narr! Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Okay, und jetzt gilt es, zu verschwinden.
Wo kann man am besten rauf? Hier vorne vielleicht? Hier vielleicht, ne? Geh mal bitte! Lass mich mal! Ich komm nicht drauf. Warte, Alter! Ja, ist gut. Warte, hier kommen wir noch nicht drauf. Aber dort! Hier! Das ist unsere Chance. Wie sieht's hier aus? Sehen die uns? Wenn wir hier reingehen? Kommt, aber zu was spät. Der Herr hat dich sowieso verflucht. Ihm wirst du nicht entkommen. Ja, das stimmt natürlich. Der Herr sieht alles. So, heißt jetzt für uns, wir müssen zurück ins Büro, ne? Das machen wir tatsächlich noch. Sei es drum. Ja, die Partisanen scheinen nichts Großartiges weiterzubringen. Außer, dass sie uns helfen können, schätze ich. Falls wir mal ein Problem haben. Ich würde sagen, dann gehen wir heute noch zum Meisterspion. Und dann ist gut, ne? So, hier drüben, ne, was? Nee. Ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen. Ach, da ist doch das große Zeichen. Da bin ich mal gespannt, was die noch sagen, ne? Das scheint irgendwas Größeres, scheint eine größere Intrige zu laufen hier. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Mhm. Ist er lieb? Alles gut? Gibt's Probleme? Sie sagt aber nicht. Doch. Achso, ich bin jetzt im Netzwerk drin. Oha. Wir haben von Warren Wittig nichts zurück an die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. BS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht, auf wem Sie sind. Haben wir das schon mal gelesen? Nee, ne? Oder doch? Arbeit, Geldmittel, doch, das kommt mir irgendwie bekannt vor, kann es sein? Wäre super, wenn die gelöscht werden könnten. Weil dann, ne, steht. Access Key, Lucy. Lucy? Ne, mit Lucy können wir uns tatsächlich nicht unterhalten. Dann gehen wir mal auf die Toilette. Na, ihr wisst ja.
Es wäre nötig. Denke ich. Achso, ist jetzt eigentlich, geht das jetzt hier? Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Ach, immer noch nicht. Kann ich mich wenigstens mal waschen? Kann ich zumindest duschen? Immer noch nicht. Das ist traurig. Bist du ein Assassine? Das ist schade. Könnte ich ewig machen. Ja, die Kamerafaden ist ja nicht ohne. So, wir ruhen uns wahrscheinlich aus, oder? Könnte es sein? Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Der zieht sich auch während der Nacht nicht aus. Der schläft in seinen Klamotten. Das ist in Ordnung. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Alles klar, Lucy? Noch ein letztes Abschlusswort? Oder muss ich mich... Legen Sie sich zurück. Wir erledigen den Rest. Okay, das ist zumindest ein warmes Wort. Ach nee, halt von einer Seite müssen wir, glaube ich, machen. Ihr habt euch bewährt, alter Ian. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter Ian, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte... Dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Natürlich gehen wir zuerst nach Akkon, denn Jerusalem, das wollen wir uns natürlich noch ein bisschen aufheben, ne? Ein Kurzschwert. Wofür soll das gut sein?
Im Hof können wir trainieren. Das ist super. Ob wir das machen? Wollen wir noch ein bisschen trainieren? Trainieren wäre natürlich nicht schlecht, davon abgesehen. Aber das sollten wir tatsächlich am Anfang der nächsten Folge machen. Und dann gehen wir tatsächlich nach Akkon, der letzten Bastion, tatsächlich der Templer. Das war so die letzte, dort hatten sie auch ihr Hauptquartier dann. Also die hatten es eigentlich auf dem Krag, also das war die letzte, das war eine richtig große Festung. Der oder, ja das, ich würde sagen der Krag. Aber ihre letzte Bastion, wo sie dann auch alles mitgenommen haben und abgerückt sind, war Akkon. Akkon ist dann auch in die Hände der Muslime gefallen. Und ich sag derweil, ciao, ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.